und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich darf euch heute recht herzlich willkommen heißen zu endlich mal wieder einer neuen Episode Kahoot. Es ist eine Website, wo ich quasi jetzt ein Quiz machen muss, was Fanpages von euch für mich erstellt haben. Na, ich könnte Lehrer werden. Nein. Wir starten direkt mit diesem Quiz von Jesse. 3, 2, 1, los geht's. Frage Nummer 1. Wie kacken Astronauten? Ey, das geht schon wieder gut los, ne? Sie tragen Windeln, sie haben einen Plastikbeutel am Hinterteil, sie machen ihr Geschäft im Freien oder sie haben eine spezielle Toilette. Boah, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Windeln tragen, weil das wäre völlig unnötig. Sie haben einen Plastikbeutel im Hinterteil, das ist ja quasi wie eine Windel, dann schon eher Windeln. Geschäft im Freien ist auch unnormal unnötig, weil da müssen sie ja jedes Mal nach draußen gehen. Sie haben eine spezielle Toilette. Das auf jeden Fall grün oder rot. Nee, Digga, die sind schon im Weltraum. Das waren vielleicht, keine Ahnung, wie viele Leute jemals waren überhaupt im Weltraum, als ob die dann Windeln tragen. Die haben bestimmt eine safe Toilette. Ja, auf jeden Fall. Die haben eine spezielle Toilette. Als ob, dass ich vorhin überlegt habe, ob die wirklich da irgendwie eine Windel haben. Ey, nee. Nee, okay, kommen wir mal weiter. So funktioniert's. Wir haben neuerdings eine Erklärung. Das bin ich. Das bin ich auf dem Mond. Astronauten nutzen in der Schwerelosigkeit spezielle Toiletten mit einem festen Sitz- und Vakuumtechnik. Feste Abfälle werden in einem separaten Behälter gesaugt. Zur Hygiene verwenden sie Feuchttücher. Und der schmeißt das dann quasi raus aus dem Raumschiff? Oh, hier ist ein Buchstabe. Wir haben hier einen Buchstaben. Den müssen wir uns merken. Frage Nummer 3? Was ist mit Frage Nummer 2? Wie viele Beiträge hat Alex bisher auf Instagram hochgeladen? Oh Gott, ich bin verwirrt. Alex hat auf jeden Fall nicht über 1000 Beiträge. Der hat auch nicht 850. Nee, 244. Alex ist sehr clean, was das angeht. Ah! Moin! 1225! Ich sag, bis zu meinem Tod werde ich nicht so viele Beiträge auf Instagram hochgeladen haben. Frage Nummer 4. Irgendwie haben wir Frage Nummer 3 übersprungen. Wann wurde Bilou gegründet? Oh wow, ah, cooles Bild. Bilou. Auf jeden Fall 15 oder 14. Nee, das kann auch nicht sein. 14 bin ich nach Köln gezogen. Dann 18. Auf jeden Fall 18. Nein! Oh mein Gott! Das war in meiner Studienzeit. Oh, wow. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Frage Nummer 5 ist ein True or False. Ein Tintenfisch hat 3 Herzen. Wahr oder falsch? Oh, wir haben N. Wir haben bisher A und N. Oder hatten wir noch mehr und ich habe es einfach nicht gesehen? Ich glaube, ein Tintenfisch hat auf jeden Fall nicht nur ein Herz. Ich weiß aber nicht, ob er 3 oder noch mehr hat. Ich sag mal einfach richtig. Oh, wow. AN haben wir bisher. Ey, wir sind nicht gut unterwegs. Wir sind auf dem zweiten Platz. Wir müssen noch irgendwie auf den ersten kommen. Frage Nummer 6. Wir müssen es richtig haben. Wie beeinflusst die Form eines Glases den Geschmack eines Getränks? Hä? Warum sitze ich auf Glas von Chris? Die Form verändert das Aroma durch Temperaturänderungen. Boah, hat das was damit zu tun, weil ja so Rotweine oft in eher so tieferen Dings drin sind? So Karaffen? Form beeinflusst das Aroma durch den Luftstrom und den Kontakt mit der Zunge? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Gewicht des Glases verstärkt das Aroma durch Druck auf das Gerät oder die Form verlangsamt die Verdunstung und intensiviert das Aroma. Das könnte ich mir noch am ehesten vorstellen. Ey, ich bin so dumm. Das Einzige, wo ich gesagt habe, das kann ich mir auf gar keinen Fall vorstellen. Das ist natürlich mal wieder richtig. Und wir hatten hier auch keinen Buchstaben. Doch, D! Oh mein Gott, da war beim anderen auch noch ein Buchstaben. Wir haben A, N, D und wahrscheinlich 2, die ich nicht gesehen habe. Das ist hier quasi ein Quiz im Quiz. Hast du genau hingeschaut? Lösungswort. Ach, das ist jetzt das Letzte. Sandra, dann. Sand! Oh nein! Oh nein! Dann habe ich nur ein S übersehen. Oh mein Gott, ich dachte, weil wir 7. Oh nein, ey, Jesse, das hast du gut gemacht. Ihr habt mich richtig flachs genommen. Nein, ich dachte, weil das Frage 7 ist, es müssten 6 Buchstaben sein. Dann kann es ja nur Sandra sein. Oh mein Gott, es ist Sand. Ey, ich bin so kacke. Nancy auf der 3. Shima auf der... Nein, bin ich 1? Das ist nicht wahr. Warte. Ich bin nicht mal Podium, ich bin 4? Wow, wir machen weiter mit dem nächsten Quiz. Und zwar diesem hier von Mona. Mona ist übrigens die, die für unsere Halle dieses extrem kranke Bild gemalt hat.
hab Angst. Es geht los, wir haben 12 Fragen. Welche Haarfarbe hatten die alten Römer? Haarfarbe? Was? Was ist das denn für ein Scheiß? Also obviously ich, aber... Welche Haarfarbe hatten sie? Schwarz, braun, grau, blond. Mann, die hatten alle unterschiedliche Haarfarben, aber hier hat er schwarz, deswegen schwarz. Grau. Hatten die... Oh nein, Digga. Die alten Römer. Die alten. Es ist... Ich werde so hops genommen hier wieder. Frage Nummer 2. Welche Steuer führte Peter der Große 1699 in Russland ein? Ach, Digga, diese Bilder, ne? Ich frag mich da gar nichts mehr. Die Luftsteuer, die Bartsteuer, die Frauensteuer oder die Wassersteuer? Welche Steuer führte Peter der Große 1699? Naja, ich habe einen Bart hier drauf, deswegen eventuell die Bartsteuer? Oh, wow. Warte mal. Hallo? Hallo? Mein Bart. Bürger mit Bart mussten Steuern zahlen, um ihren Bart behalten zu dürfen. Peter der Große wollte seine Bevölkerung an den westeuropäischen Standard anpassen. Du willst einen Bart haben, dann zahl dafür. Das ist ja krank. Frage Nummer 4. Was ist gesund und gerne beleidigt? Warum Bernd das Brot? Das Brot, was beleidigt wurde? Bernd das Brot? Vitalgebäck oder Schmollkornbrot? Ja, wahrscheinlich halt Schmollkornbrot. Hey. Ich hoffe immer vor diesen Kahoot-Videos, dass ich irgendwie was lerne oder mitnehme fürs Leben, aber ich werde einfach nur noch dümmer. Frage Nummer 5. Hippopotamum... Was? Ist die Angst eher vor langen Wörtern höchstwahrscheinlich. Ach du Kacke. Hä? Als ob eine Angst vor langen Wörtern dann auch noch einen langen Begriff hat. Dann kannst du ja Leuten gar nicht das aufschreiben, wenn du... Scheiß drauf. Manchmal habe ich das Gefühl, es werden auch Probleme gemacht, wo keine sind. Warum Adolf Hitler? Warum Adolf Hitler? War erst gegen den Ersten Weltkrieg? Wurde 1939 für den Friedensnobelpreis nominiert? Ich glaube es eher nicht. Hat die Idee der NATO ins Leben gerufen? Wurde in Berlin geboren? Das stimmt nicht. Das beiden kann nicht stimmen. Den Ersten Weltkrieg hat er angefangen, dann hat die Idee der NATO ins Leben... Wir machen weiter mit dem nächsten. Das kalifornische Gesetz besagt, dass es verboten ist, Schmetterlinge zu töten oder sie zu fotografieren, sie länger als 5 Minuten anzustarren, sie samt der Blume zu entführen oder sie mit dem Tod zu bedrohen. Ich glaube, sie samt der Blume zu entführen. Das ist nicht wahr. Ich konzentriere mich immer nur auf diese Bilder, wo ich hänge wie ein, es ist wirklich, es ist einfach nur noch traurig. Frage Nummer 8. Wie viele Geburtstage hat ein Mensch im Schnitt? Einen, kann ich euch direkt sagen. Einen. Ich bin sowas von da, jetzt habe ich Medium gar nicht gesehen. Ach, ich will es auch gar nicht sehen. Frage Nummer 9. Jährlich sterben etwa 100 Menschen auf interessante Weise. Wie? Sie fallen aus dem Bett. Sie laufen zu schnell gegen eine Wand. Sie ersticken an Kugelschreibern oder sie bleiben in flüssigem Beton stecken. Naja, da ich ja schon hier oben in flüssigem Beton bin, wird es wahrscheinlich der flüssige Beton sein. Ah, diese Musik stresst mich extrem. Sie bleiben in flüssigem Beton stecken. Da stirbt man doch nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist, die will mich flachsen. Ich sag's. Sie ersticken an Kugelschreibern. Oh mein Gott! Das ist kein Wissen, mit dem man sich jetzt profilieren sollte, Luca. Frage Nummer 10, die drittletzte. Laut US-Lebensmittelbehörde dürfen 100 Gramm Tomatenmark nicht mehr als... Warum ich? Warum bin ich Tomatenmark? Was war ich schon alles in dem heutigen Video? Ich war ein Schmetterling, Tomatenmark. Ich war ein alter Römer. Ich war in Beton stecken geblieben. Kann das alles nicht mehr. Also, laut US dürfen 100 Gramm... Diese Musik, das stresst mich extrem. Wir machen das aus. Einfach mal Ruhe. Einfach mal alle, einfach mal... Nur meine engelsgleiche Stimme. Laut US-Lebensmittelbehörde dürfen 100 Gramm Tomatenmark nicht mehr als, ich glaube, 20 Gramm Tomaten enthalten. Hm. 30 Fliegeneier. Ich dachte, das wäre jetzt sowas wie, wenn zu viele Tomaten drin sind, dann schmeckt es nicht mehr nach Tomatenmark, sondern nach Tomaten, weiß nicht, passierten Tomaten oder irgendwie so. Aber gut, vielleicht brauche ich die Musik doch, um mich ein bisschen unter Druck zu setzen. Vorletzte Frage. Ein Poncho-artiger Überwurf trägt auch den Namen... Sieht ja aus wie eine Tischdecke.
Ein Poncho-artiger Überwurf trägt auch den Namen Kotze, Schweiß, Urin, Kot. Ach Mann, ey, Dicker. Ich kotze in mein eigenes Arschloch. Letzte Frage, es kann doch eh wieder nur Kacke sein. In Afrika gibt es, ja, was bin ich jetzt? Was bin ich, ein Löwe? Warum male ich eine Wand an? Schlechte Lackierer? Gute Maler. Oh, wow. Das ist nicht mehr normal. Das ist nicht mehr normal. Da geht's ja auch nicht mehr darum, ob man jetzt irgendwie was versteht, ein Joke oder nicht. Es geht einfach nur darum, mich zu f***en. Ja. Warum wohl? Warum? Weil diese letzte Kackfrage, guck mal, das waren 700 Punkte mehr, ich hätte safe gewonnen. Scheiß Nancy, keiner mag die. Kommen wir nun allerdings auch schon zum letzten Quiz für heute. Und zwar diesem hier von Jesse und Mona zusammen. Das kann nur beschissen werden. Wie gut kennst du Memes? Bin ich tatsächlich sehr gut drin. Ich bin ja der Meme-Gott. Ich habe einen Einblendungsordner auf meinem PC mit 1700 verschiedenen Sachen. Welcher Text passt zu diesem Meme? Ah, ich weise diese Anschuldigung zurück. Solche Anschuldigungen sind ein journalistisches Mittel, das in unserer Freiheit nicht im Grunde... Okay, ich weiß, diese anderen sind ein journalistischer Trick, diese dürfen nicht. Das hier. Ich bin so da! Ich bin krank. Ich bin wirklich krank, ich bin erkältet. Welcher Text passt zu diesem Meme? Oh, wow! Also es geht wahrscheinlich nur darum. Oh, Alter, er hat mich von einer 1,5 Meter hohen Wand gestoßen und dann gelacht, als ich geweint habe. Also komm mir bitte nicht mit Zahnschmerzen. Alter, der hat mich von einer 1 Meter hohen Mauer runtergeworfen und dann gelacht, als ich geweint habe. Also komm mir nicht mit Zahnschmerzen. Der hat mich von einer hohen Kante runtergeschmissen und dann hat er gedacht, als ich geheult habe. Also erzähl mir nicht von Zahnschmerzen. Alter, der Typ hat mich von einer... Also erzähl mir nichts von Zahnschmerzen. Ich glaub das. Oh nein! Nein, 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 nein! Ich wusste, dass es irgendwas mit also erzähl mir nichts von Zahnschmerzen war. Ich bin ja der Meme-Gott. Nummer 3. Welcher Text passt zu diesem Meme? Uiuiuiuiui. Marcel Davis. Hallo, ich bin Marcel Davis, Leiter für Kundenzufriedenheit bei 1&1. Das auf jeden Fall. Hallo, ich heiße Marcel Davis und leite die... Nee. Hallo, ich bin Marcel Davis. Auf jeden Fall hallo. Hallo, ich bin Marcel Davis. Also rot oder grün. Wenn Sie eine Frage zu haben, dann rufen Sie an, kostenlos. Falls Sie Fragen zu haben, dann rufen Sie uns einfach kostenlos an. Dann rufen Sie uns an. Es klingt eher nach dem. Nein, ey, zweimal 50-50 versaut. Zweimal 50-50 versaut. Ich bin ja der Meme-Gott. Welcher Text passt zu diesem Meme? Es ist also wirklich immer die gleiche Frage. Ach, Digga. Der Typ macht doch jetzt YouTube, ne? Zumindest hat der Anrufer alles korrekt gemacht. Ich habe die Lösung hier auf dem Zettel stehen. Da können Sie mich... Habicht schreibt mir mit zwei... Ich weiß nicht. Habicht miteinander. Zumindest hat der Anrufer alles richtig... Ich habe keine Ahnung. Ich rate. Vielleicht sollte ich das immer machen. Halbzeit, meine Damen und Herren. Welcher Text passt zu diesem Meme? Ich bin höchstgradig gespannt. Ach, das weiß ich doch. Es bleibt alles... Okay, blau oder gelb. Es bleibt alles genauso, wie es ist. Und da wird sich nichts dran ändern, ob du da bist oder nicht. Der sagt und nicht, oder? Das Bad wird morgen nicht gemacht. Es bleibt alles so, wie es hier ist, egal ob es dir gefällt oder nicht. Es bleibt alles genauso, wie es hier ist. Und es wird sich nichts dran ändern, egal ob du hier bist oder nicht. Das Bad wird morgen nicht gemacht. Ist ja genau das Gleiche wie hier. Es bleibt so, es bleibt alles so. Das dann. Oh mein Gott. Stimmt, er sagt rütteln. Ich bin ja der Meme-Gott. Welcher Text passt zu diesem Meme? Ach, Digga. Ich glaube, es ist der mit ich. Auch falsch. Ey. Ich bin ja der Meme-Gott. Drittletzte Frage, meine Damen und Herren. Welcher Text passt zu diesem Meme? Oh. Sebastian, es war mal eine Freude, dich kennenzulernen, aber als Mensch bist du ziemlich unangenehm. Du kannst nichts dafür, wahrscheinlich sind deine Eltern auch nicht stolz auf dich. Sebastian, es war interessant, dich kennenzulernen, aber menschlich bist du ziemlich widerlich. Du kannst da wohl nichts für, deine Eltern sind sicher nicht glücklich mit dir. Sebastian, es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Du bist menschlich gesehen ziemlich abstoßend, kannst nichts dafür, wahrscheinlich sind deine Eltern nicht zufrieden mit dir. Sebastian, ich habe mich gefreut, dich kennenzulernen, aber als Person bist du ziemlich abstoßend. Wahrscheinlich liegt es nicht an dir, deine Eltern sind bestimmt nicht zufrieden mit dir. Mit Antoine könnt ihr mich nicht ficken. Der hat eine lange Zeit bei mir hier nebenan gewohnt. Ich hab den immer im Kiosk getroffen. Bin riesiger Fan. Seit Tag 1. Seit Integrationstest. Wirklich. Der Mensch hat Comedy durchgespielt. Das ist hier meine Liebeserklärung an Antoine.
an Teddy Comedy. Geisteskrank. Das ist das Einzige, wo ich wirklich von Comedians sagen würde, da müsste ich lachen. Alter, die Schnauze. 8 von 9. Meine Damen und Herren, vorletzt. Ich muss jetzt die letzten beiden raushauen, sonst habe ich hier gar keine Chance mehr aufs Podium. Das Meme kenne ich nicht. Das Meme kenne ich nicht. Ich mache einfach den. Meme kenne ich nicht. Falsch. Ich wollte erst das nehmen. Das ist unfassbar. Ich bin ja der Meme-Gott. It's the final countdown, meine Damen und Herren. Ich muss diesen Punkt holen. Och, Digga. Verdammtes Ösiland. Drecks Ösiland. Auf jeden Fall eins von den dreien. Rot ist es nicht. Da stehen die im Stau. Dieser Deutsche fuckt sich ab. Scheiß Ösiland, sprengt euch weg. Nie mehr Österreich-Urlaub. Vergesst es. Hau ab, du auch. Hau ab. Das könnte es auf jeden Fall sein. Verdammtes Ösiland, sprengt euch doch weg. Nie wieder Urlaub in Österreich. Nee, das ist nicht Drecks Ösiland, sprengt euch in die Luft. Nee, das hier ist es. Oh mein Gott, ich bin so da. Ich bin so gespannt. Wenn ich Podium bin, bin ich zufrieden. Dann mach Video Ende Time. Ich bin da. Ciao.